Hallo zusammen, hier ist der Phono und ich möchte euch heute die Funktion des neuen Snapshots 13W02B vorstellen. Und das habe ich mal gemacht anhand einer tollen Item-Verarbeitungs- und Sortiermaschine gemacht. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier ein paar schöne Kisten, in die später die Items sortiert werden. Und hier ganz luxuriös nur eine Kiste, in die man alles reinlegt. Da gibt es noch eine Statusleuchte. Es gibt dann Minecart, das transportiert die Items und wenn das beladen wird, leuchtet diese Lampe nur, damit die Leute nicht unruhig werden. Also hier gibt es dann für die verschiedenen Materialien solche Kisten, welche werden auch verarbeitet, also zum Beispiel die Ingots werden direkt verarbeitet und es gibt auch Cleanstone direkt hinten raus und hier gibt es dann noch eine Kiste für den ganzen anderen Rest. Und um euch das mal zu demonstrieren, habe ich da mal ein Testinventar vorbereitet, so wie man es normalerweise oder ungefähr hätte, wenn man vom Main zurückkommt. Also, da wäre das alles. Das packen wir jetzt einfach alles in die Kiste. Und ihr seht schon und hört, da kommt das Minecart. Das Ganze wird beladen. Das dauert jetzt etwas, also wenn wir nochmal in die Kiste gucken. Die ganzen, diese Pistons, nein, nicht Pistons, sondern die Trichter, die unter den Kisten sitzen, beladen dieses Minecart mit ungefähr 3 Items pro Sekunde. So, also, ich kürze das Ganze, nehme das jetzt auf und werde es dann im Zeitraffer kurz abspulen, damit es nicht so lange dauert für euch. Während das jetzt hier noch die Reste entlädt, zeige ich ganz kurz, wie das auf der anderen Seite aussieht. Bevor das Minecart wieder abhebt. So. Also da unten steht dann unser Minecart drin. Und das wird von diesen Hoppern befüllt. Manche nennen sie auch Trichter. Auf Englisch heißen sie Hopper. Und hier wird abgefragt über diesen Komparator, wie viel Zeug noch in der Kiste drin ist. Wenn das Minecart abgefahren ist, schlage ich dann mal hier die Blöcke weg, um es euch ganz kurz zu zeigen. Ja. Und hier ist einfach eine Zuleitung zu einem Powered, zu einer Beschleunigungsschiene, eine Powered Rail, die ausgelöst wird, wenn was in die Kiste reingelegt wird. Und wenn hier oben die Kiste leer ist, wird unter dem Minecart das Powered Rail ausgelöst, was da, also man sieht es jetzt gerade nicht, aber wenn das wegfährt, sollte man dann sehen, dass da drunter auch eine Powered Rail steckt. Natürlich mit einer kleinen Verzögerung, damit noch die Reste, oh ja, jetzt geht's los. So, und da fährt das Minecart, wie. Genau, also da ist eine Powered Rail. Und da ist auch so ein Hopper versteckt. Ich nehme mal ganz kurz hier die Blöcke weg, um das zu zeigen. Also da ist die Kiste, in die wir das einladen. Und da ist eine kleine Zuleitung über ein Hopper-Rohr. Also mehrere Hopper, die aufeinander verweisen und dann das Minecart beladen. So, also jetzt fährt hier dieses Minecart nach oben. Und hier oben gibt es eine Kiste, die dann befüllt wird. Und dieser, aus der Kiste werden dann die Materialien wieder genommen und hier in den Dispenser geworfen. Und das Tolle an diesem Dispenser ist, er löst nur aus, wenn Items in ihm drin liegen und generiert also nur sein Clock-Signal, wenn Items in ihm drin sind. Und wenn kein Item drin ist, geht er von selbst aus. So, hier einfach eine kleine Zuleitung. Und hier oben ist das eigentliche Herzstück der Anlage, die ganze Sortierung. Wie das im Detail funktioniert, zeige ich euch dann später nochmal. Das heißt, hier werden dann nur sortiert nach Diamanten, Emeralds, Gold, Kohle etc. etc. Und hier hinten fällt dann alles raus, was nichts damit zu tun hat. Also, wie ihr vorhin gesehen habt, habe ich ein bisschen Gravel reingetan und ein bisschen Erde. Das sollte dann hier hinten rausfallen. Das hier ist übrigens so ein Hopperrohr, das heißt,
Die Hopper reichen die Items einfach an sich selber weiter. Und da unten ist dann noch eine Zwischenspeicherkiste und hier dahinter ist dann, man sieht es da, die endgültige Kiste im Raum versteckt. Hier wird also sortiert. Mal sehen, ob man das vielleicht von der Seite noch ein bisschen rein gucken kann. Also hier alles mit Minecarts, die hin und her fahren, um es den Hoppern zu ermöglichen, durchzuleiten. So, also da werden gerade Diamanten sortiert. Wenn wir vielleicht mal einen Blick reinwerfen können. Ja, in der Minecart sind Diamanten drin, die werden durchgeleitet. Hier unten in diese Kiste. Und aus dieser Kiste werden sie dann abgeleitet in die Kiste im Lagerraum. So. Und hier drüben gibt es dann nochmal eine Anlage. Die Kohle. Also hier wird die Kohle einsortiert und durch diesen Dispenser verteilt. Auf vier andere Hopper. Und das sind diese drei verschiedenen Öfen. Einmal für Eisen, einmal für Gold und einmal für Cleanstone. Und ein vierter einfach für rohe Kohle, falls man da nochmal welche brauchen sollte. Also da fährt gerade dieses Minecart für die Kohle hin und her, wie man es hört. Mal sehen, kann man einen Blick reinwerfen. Ja, da sieht man es, wie es sich bewegt. Genau. Auch so eine Vereinzelungsanlage gibt es dann nochmal hier, auch für die Steine, damit man Cobblestone und Cleanstone jeweils zusammen hat. Und hier ist auch nochmal so eine Glock für die Dispenser, damit die nur ausgelöst werden. Wenn in den Items nichts, oder wenn in den Dispensern was drin ist, dann wird es Stück für Stück rausgeworfen. Hier oben kann man nochmal sehen, gibt es eine Überleitung, Wasser und dann, damit die Items durchrutschen. Sieht man jetzt natürlich gerade schlecht, weil es bei der Kohle schon aufhört. Mal sehen, wann kommt das nächste Item. Was haben wir hier Schönes? Ja, da kommt Gold. Da könnte man es sehen. Ja, da rutscht also durch. Da rutscht durch, zack, wird hier über dieses Sortieranlage sortiert und da können wir es, vielleicht können wir es kurz warten, gerade nicht, ne, da wird nur das Gold sortiert, da können wir vielleicht hier in die Goldkiste rein, die Kohlekiste, ja, da sieht man also, da wird die Kohle gesammelt und einsortiert und ausgeworfen gleichzeitig wieder. Und wenn wir jetzt mal hier unten reingucken, sortiert es da automatisch die Kohle und das Gold ein. Da in dem Hopper steckt noch Kohle drin. Also wenn man hier von der Seite zuleitet, da kommt die Kohle her. Von da oben kommt dann das Gold und so, beziehungsweise das Erz. Und wird hier abgeleitet, werden die Goldbahnen, wenn sie dann mal fertig sind. Ja, vielleicht haben wir Glück, da sehen wir es. Kurz ist er drin, dann wird er hier weitergeleitet in die Kiste. Gleiches gilt natürlich hier für Cleanstone, der da geschmolzen wird, und der Eisen. Leider ist in der Eisen das Eisen noch nicht rausgekommen. Können wir gleich mal gucken, ob das hier vielleicht in der nächsten Zeit kommt. Da ist nur ein Steinchen drin. Ja, also da sieht man noch die zu sortierenden Items. Die haben jetzt hier durchgeleitet. Sieht ziemlich komplex aus, ist aber an sich gar nicht so kompliziert, weil es aus sehr vereinzelbaren Komponenten besteht. Also können wir vielleicht mal gucken. Hier ist noch nichts drin. Hier sind die ganzen Diamanten aussortiert. Ein paar bleiben im Prozess zurück. Wir auch, aber wenn das dann mal eingeschwungen hat und sich die restlichen Kisten gefüllt haben, ja, da sieht man das Gold. Also wenn die Testgüter gefüllt sind, dann sieht man, dass da Sachen zurückkommen. Cleanstone und der Cobblestone kann man dann weiterverwenden. Sehen hier, ja, in die Mistkiste, da hat es natürlich ein bisschen Kohle erwischt, weil da vielleicht etwas viel auf einmal kam. Das können wir jetzt auch zurückschicken und dann können wir mal sehen oder hören, wie das Minecart kommt. So, also die Statusleuchte geht an, Minecart kommt, ist geladen, fährt wieder ab.
Und wenn das hier so schön sortiert, zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie dieser Sortierapparat funktioniert. Also hier oben, dieses Loch mit dem Hopper unten drunter, da fließt später das Wasser durch. Und da in dem Hopper hat man eine Füllung drin. Also ich habe hier vier Boote genommen, weil die am billigsten herzustellen sind und immer gleich einen ganzen Slot belegen. Und damit auch diesen Ausgangssignal ziemlich voll machen. Und hier noch ein bisschen Dirt. Das ist dann das Item, auf das wir sortieren wollen. Hier hat man dann einen Komparator, der misst, wie viele Items in dem Hopper drin sind und vergleicht das dann mit diesem Signal. Da jetzt hier, das ist nur noch die Stärke, da wäre 15, 14, 13. Und dieser Hopper gibt in diesem Zustand auch die Stärke 13 aus. Wenn man jetzt mehr reinlegt, ist es nicht mehr 13, sondern 14. Und dann wird hier diese Diode, beziehungsweise dieser Redstone-Fackel ausgeschalten. Dann wird hier darüber das Redstone-Signal umgeleitet, die Fackel wird angeschalten und dann wird diese Powered Rail ausgelöst. Die andere Powered Rail wird ausgeschalten. Das Minecart fährt unter diesen Hopper und kann damit durchleiten an diesen Hopper, der, wie wir hier sehen, auf der anderen Seite drunter steht. Das heißt also, dieses Minecart funktioniert da als Brücke. So durchgeleitet in die Kiste. Hier nehmen wir zum Beispiel mal den Dirt raus, um das zu zeigen. Also wenn ich das jetzt hier reinlege, 32, das Signal ist größer, es wird umsortiert. Es wird durch das Minecart durchgeleitet. Jetzt sind wir hier wieder bei diesen 16. Und das Minecart ist zurückgefahren. Hier unten sind wieder unsere 16 angekommen. Ich mache es einfach nochmal, um das zu zeigen. Hier wird einsortiert in das Minecart und aus dem Minecart wird es direkt wieder rausgezogen. Und jetzt fällt die Stärke halt des Signals ab, weil der Hopper entladen wird. Und damit wird dann hier diese Power Drill ausgelöst, damit das Minecart wegfährt. Das Ganze ist ein relativ schmales Design, lässt sich gut nebeneinander stapeln, wie man das hier sieht. Und damit lassen sich halt eigentlich quasi beliebig viele Items sortieren. Es wird halt nur ziemlich lang irgendwann und ein bisschen unübersichtlich vielleicht. Deswegen habe ich das jetzt zum Probieren einfach mal nur mit den Minereien gemacht, die man dann wenn man in den Berg geht, rausholt. Ja, hier ist also leer. Und da fängt es jetzt an. Da gibt es jetzt Emeralds, Diamanten. Lapis ist angekommen, der Redstone ist angekommen. Hier kommt auch das erste Eisen zurück. Ja, auch das erste Gold, Kohle. Also hier bleibt nicht ganz so viel Kohle übrig, weil die meiste in den Öfen verschwindet. Da gibt es noch schön Cleanstone, Cobblestone. Können das nochmal gerne angucken. Und das Ganze funktioniert halt vollautomatisch, sobald man die Items reingelegt hat, was an sich sehr komfortabel ist. Da sieht man auch gerade, was gerade aktiv ist. Also jetzt wird gerade wieder Kabel sortiert. Ja, jetzt. Oh, kurzer Hänger. Jetzt sortiert's. Genau. Und hier diese Redstone schaltet halt die Itemaufnahmen von den Hoppern an und aus, damit die restlichen Cobblestones, die hier nicht von diesem einen Hopper eingesogen werden, durchrutschen zu dem anderen. Hier das Ganze nochmal in etwas komplexer für die Kohle, damit die möglichst gleichmäßig verteilt wird. Jo, und das wäre es eigentlich schon. Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen System habt, könnt ihr gerne einen Kommentar stellen oder Kommentar schreiben, Frage stellen. Oder mich auch gerne mal selber aufsuchen, wenn ihr das möchtet. Ja. Wie man sieht, funktioniert das für sich ziemlich gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, man sieht sich bald wieder. Tschüss.